Hello. Ja, es geht direkt mal weiter mit dem schwer nötigen aufgebrauchten Video. Meine kleine Mülltüte und ich machen es uns jetzt hier mal gemütlich oder so. Und ich sehe schon wieder viele Dinge, die ich euch schon tausendmal gezeigt habe. Aber ich werde auch dieser wieder mit Hello Kitty anfangen. Ja, das sind Kosmetiktücher mit der Hello Kitty drauf. Und auf dem Kosmetiktuch selber sind dann auch nochmal Hello Kitties drauf. Und deswegen kaufe ich sie jetzt mal wieder nach. Dann habe ich leer gemacht. Eine riesige Flasche Nivea Goodbye Stress Cremebad. Ja, ich benutze nicht nur Dresdessenz, sondern auch Flüssigbad. Und das riecht richtig gut. Das mag ich sehr gerne. Und es ist Lülle. Also viele Dinge, die da positiv sich vereinen. Ich habe einen totalen Mega-Flop. Und zwar ist das der Nagellackentferner von Müller. Acetonfrei mit Pumpmechanismus. Und ich dachte, er wäre vielleicht so super wie der von Rossmann. Ist er überhaupt nicht. Ich habe jetzt aufgehört, den zu benutzen, weil der mir hier die ganze Haut unter dem Nagel wegfrisst quasi. Also richtig bescheuert. Total ätzend. Also ich werde den nicht aufbrauchen. Das ist eine absolute Katastrophe. Den kann ich nicht mal bei den Füßen benutzen. Ganz schrecklich. Dann habe ich aufgebraucht von Gillette Venus Spa Breeze Rasierklingen. Ich finde, dass diese rosane Version sehr, sehr gut riecht. Ich mag den Duft total gerne. Vierer-Paket. Mein Problem ist nur, dass ich finde, dass die scheiße teuer sind. Also für das Geld kannst du dir jedes Mal einen neuen Rasierer kaufen. Das finde ich echt abartig, muss ich mal wirklich sagen. Dann aufgebraucht La Roche-Posay Eva Klar Mikroverfeinerte Lotion. Habe ich mir jetzt auch schon nachgekauft. Finde ich toll. Ich werde jedes Mal eine Lobhudelei auf La Roche-Posay Produkte jodeln, singen und grölen. Ich mag das wirklich richtig, richtig gerne. Aufgebraucht Sanftes Vergnügen von Balmolive Naturals. Macadamiaöl und Vanille. Also das finde ich richtig, richtig geil. Obwohl ich diese Vanilleduft ja eigentlich nicht so mag, aber der ist hier nicht so präsent. Ja, das Problem mit Flüssigseifen, habe ich euch schon sehr oft gesagt, finde ich zumindest, ist, dass die Hände nicht richtig sauber machen. Also ich habe immer ein Seifenstück und benutze eigentlich immer auch nochmal ein Seifenstück, weil für den Duft sind die toll. Weiß nicht, ob ich das schon nachgekauft habe, weil ich jetzt gerade das Lilane wieder habe. Aber egal, also sehr lecker. Auch aufgebraucht und immer wieder gerne nachgekauft von Palmolive, das Olivenmilch-Gedöns. Da finde ich den Duft auch super, super lecker. Der sieht ein bisschen süffig aus, weil ich den ab und zu aufgefüllt habe. Und ja, den Duft mag ich auch sehr, sehr gerne. Stand in der Küche und da ist er auch nicht so schnell aufgebraucht. Dann völliges Flop-Produkt. Dieses Anatomical Shower to the People, Every Man, Every Woman Body Cleanser, was in der Glossy Box drin war. Riecht in der Tube total super. Erstmal, riecht es sehr zitronig, fruchtig, echt cool. Auf dem Körper riecht es dann wie Klostein, also so. Hubi musste es aufbrauchen, weil ich es echt nicht ertragen konnte. Scheiß Produkt. Sorry. Aufgebraucht. Clean Sensation. 48 Stunden Antitranspirant von Garnier. Muss ich immer noch nicht von husten. Gott sei Dank. Allerdings 48 Stunden. ja. Also ich weiß nicht. Bei dem warmen Wetter habe ich noch kein Deo gefunden. War das mir richtig gut. Dufttechnisch und so. Was ich jetzt sagen will, behalte ich besser für mich. Aufgebraucht, Duchesse. Ach ne, guck mal, da ist noch einer. Für die Fußnägel gleich. Kosmetikpads nehme ich für Nagellackentfernung und aber auch zur Gesichtspflege. Also, Gesichtswasser. Dann, ja, ich bade auch im Sommer. Muss immer wieder mal sein. Dresdner Essenz, Baumwolle, Shea Butter. Oh.
Also das riecht auch wieder fantastisch. Lecker. Und diesmal auch in der Badewanne, nicht als Fußbad benutzt, das Summer Kick Pflegebad, das nach Mojito riecht. Und yeah. Ich habe noch eine Wattepad aufgebraucht Packung. Ich habe noch eine Dresdner Essenz Packung. Das riecht auch so geil. Wasserlilie Reismilch. Lecker. Also ich weiß nicht, bis auf die, glaube ich, Schokolade und Vanille. Was soll ich sagen? Ich liebe diese Dinger einfach. Ich habe aufgebraucht von Isana meinen Lieblingsnagellackentferner. Ist auch der mit dem Pumpgedöns. Kostet irgendwas um die 1 Euro noch was und ist häufig auch mal im Angebot bei Rossmann. Ich finde den richtig, richtig gut. Also ich habe 6 Flaschen im Petto. Und gucke gerade. Nee, ist der einzige. Dann aufgebraucht Florena Kosmetiktücher. Mag ich immer noch sehr, 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 sehr gerne. Ich brauche gerade eins aus der Glossy Box. Die sind auch okay, aber die waren ja so scheiße teuer. Würde ich mir niemals nachkaufen. Niemals. Hallo. Ich habe gebadet wie eine Irre. Maiglöckchen und Zypresse. Leider limitiert steht hier drauf. Hat auch richtig gut gerochen. Nochmal den Summer Kick von Dresdner Essenz. Das war aber, glaube ich, für das Fußbad. Aufgebraucht und eigentlich auch sehr gerne gemocht. Die Limited Edition Balea Cremeöl Peeling mit Apfel und Zimt. Ich glaube, dass das eine Weihnachts-LE war. Aber das hat richtig gut gerochen. Fand ich echt lecker. Dann auch aus einer Glossy Box von Anatomicals. Puffy the Eye Back Slayer Wake Up Under the Eye Patches. Ja, da sind halt so weiße, glitschige Dinger drin. Und die sind lustigerweise auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, da waren 3 Stück drin, 2. Das ist die zweite Packung, die ich davon benutze. Und ja, also es puffert wirklich gut diese Augenpartie hier auf. Durch die Feuchtigkeit fühlt sich irgendwie ein bisschen eklig an, aber irgendwie sind die echt cool. Dann aufgebraucht Nivea Water Lily and Oil Pflegeseife. Den Duft liebe ich auch. Also ich bin echt ein Pflege, also Dusch, nein, das auch. Pflegeseifen-Junkie. Was gut riecht, muss mit. Dann aufgebraucht von Ensborn Premium Aloe Vera Gel. Das benutze ich nach dem Sonnenbaden. Meistens habe ich ja keinen Sonnenbrand, weil ich mich ja gut eingecremt habe, aber das tut der Haut echt ganz gut. Ja, richtig tolles Zeug habe ich jetzt beim Rossmann gekauft. Habe ich auch schon nachgekauft. Dann mein allerliebstes und einziges Mundwasser, was ich benutze, ist das Elmex Sensitiv. Hier ist eine Reisgröße, die man halt auf Reisen mitnimmt. Dann habe ich aufgebraucht von Redken Color Intended Conditioner Pröbchen. Ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker, dass ich das nachkaufen, also in groß kaufen würde. Dann habe ich benutzt, wo ist es hin? Die Anti-Pickel-Creme von Cardia Vera, ist Müller-Marke. Ist so eine weiße Anti-Pickel-Maske halt. Die so ein bisschen riecht wie diese Ampullen, die ich euch schon mal gezeigt habe. Dann aufgebraucht von Drexona Ultra Dry 48 Stunden Leinen-Duft-Gedöns. Ja, mochte ich vom Duft eigentlich ganz gerne. Ist ein bisschen schwerer und hat ein bisschen mehr Parfum-Geruch. Ja, würde ich durchaus auch nochmal kaufen. Aber komischerweise, glaube ich, gibt es das nicht überall. Jetzt haben wir es auch mal wieder aus dem Sortiment genommen. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Dann habe ich aufgebraucht einen Make-up-Entferner. Meinen Make-up-Entferner, den es jetzt in der neuen Flasche gibt. Weniger Inhalt, gleiches Geld und so, ne? Das Thema hatten wir ja schon. Ja, es ist nach wie vor einer mein Lieblings-Augen-Make-up-Entferner, den ich eigentlich auch immer benutze und auch als einzigen gut vertrage. Dann habe ich aufgebraucht und wirklich leer gelutscht und auch schon nachgekauft. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir so gut gefällt. Die BB Cream 8 in 1 von Maybelline. Die gegen Unreinheiten, aber in der Farbe Medium.
die im Moment perfekt passt. Also die zweite, ich benutze die wirklich momentan tagtäglich. Wenn ich das denn benutze. Dann habe ich aufgebraucht einen Nagellackentfernerstift von Rossmann, also Rival de Loup. Ja, den brauche ich immer mal wieder. Und ich war wirklich häufig baden. Das Kneippfliegeölbad Mandelblüte. Hautzart. Also sehr ölig, würde ich definitiv nicht den Kopf untertauchen, weil das Fett kriegst du aus der Haare so schnell nicht wieder raus. Aber roch sehr gut und war sehr angenehm, wenn die Haut so richtig ausgetrocknet ist. Dann den Shiseido Ibuki Refining Moisturizer. Mini-Pröbchen aus meinem Dreier-Set dann jetzt mal aufgebraucht. An den anderen zwei Sachen arbeite ich noch, aber den Refining Moisturizer habe ich schon in groß von meinem Schatz zum Geburtstag gekriegt. Oder Weihnachten ist schon ein bisschen her. Jetzt habe ich den aber erst angefangen. Dann aufgebraucht, eigentlich schon seit Jahren, meine allerliebste Handcreme. Ich kaufe immer mal wieder so eine kleine Packung nach, weil ich den Duft einfach total liebe. Weil ich kriege das ja nie aufgebraucht, deswegen dauert das immer eine halbe Ewigkeit. Die Oibos Sensitive, die gab es früher nur in der Apotheke, jetzt mittlerweile gibt es die aber auch beim DM. Ich liebe den Duft und ich finde die ganz toll, die Handcreme. Dann habe ich Uffi gebraucht und auch schon in groß nachgekauft, das Pure Hammam Organic Argan Oil Eukalyptus Rituals Shampoo. Ich finde den Duft von Hammam einfach so unglaublich lecker, dass ich immer wieder mal was davon haben muss. Und dann habe ich zwei Haarkuren aufgebraucht. Und zwar einmal das Arganöl Haarkur von Swiss Au Pair. Da sieht man jetzt nicht mehr, aber die kennt ihr auch, diese Dingens. Und das Pferdemark. Ja. Es riecht beides nicht besonders gut, muss man mal so sagen. Um nicht zu sagen, es stinkt wie Hulle. Aber die Haare fühlen sich dann zumindest relativ gut an. Ich meine, klar, mit Haarkuren und Co. kannst du, verpiss dich, Fliege. Kannst du jetzt die Haare, wenn sie kaputt sind, sowieso nicht reparieren. Aber sie fühlen sich zumindest besser an, bevor sie absterben. Dann haben wir noch, genau, weinend einen weiteren Estee Lauder Artist Brow Pencil in der Farbe Soft Brown aufgebraucht. Ich habe jetzt noch, ich glaube, zwei oder drei Backups. Und dann wird es das wahrscheinlich auch gewesen sein. Der allerbeste Augenbrauenstift von The Whole World. Ich weine wirklich bitterlich. Ich liebe diesen Augenbrauenstift und den gibt es leider so nicht mehr. Und ich könnte echt kotzen, der ist der beste von allen. Ja, und dann habe ich aufgebraucht das L'Odyssée Floral Eau de Toilette von Issey Miyake. Das ist das Rosane davon und dieser Duft. Oh. Ja, da könnte ich echt, also vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal mit tatsächlich dieses Parfum auch zu kaufen. Ich bin ja so unfassbar geizig, was das angeht. Aber das riecht so lecker. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, das ist eins meiner liebsten Parfums. Das war's schon. Ich bin begeistert, dass ich das mal unter einer halben Stunde schaffe, ein Aufgebraucht-Video zu machen. Ich bin immer noch nicht nackig, ich habe immer noch mein Bandeau-Kleid an. Aber wenn es so weitergeht hier mit den Temperaturen, könnte es tatsächlich sein, dass ich mich... Nein, das werde ich nicht. Ich werde jetzt noch einen Kaffee trinken, bis wäre dann der dritte an diesem Tag. Aber ich wusste nicht, dass Kaffee so gut schmecken kann. Wenn ihr wissen wollt, wovon ich rede, müsst ihr das andere Video gucken. Ja. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Genießt die Sonne. Wenn ihr die Sonne genießen würdet, würdet ihr jetzt das Video gucken. Nee, nicht gucken. Egal. Ich wünsche euch was und bis bald. Ciao.